kaufen nichts. Behring, mein Name. Professor Dr. Behring. Da müssen gerade Musikstudenten aus New York angekommen sein. Ich suche da einen jungen Farbigen. Bill Benson. Ja, da war gerade eine Gruppe da. Schauen Sie mal, da sitzt noch einer. Hallo. Hi, I'm Billy. From Munich. Behringer. Professor Dr. Behring. Billy. Ich habe gemeint, I too said you play cello. Cello? I'm a drummer man and dancer. Oh, du kannst Deutsch sprechen mit mir. Ja, aber Sie haben doch geschrieben wegen der Hausmusik, brandenburgisches Konzert und so. Brandenburgisches Hausmusik. Katia Behringer, I presume. That's right. Yeah. Hello. I'm James Flanagan. Pleased to meet you, hello. Und, das ist Esmeralda, meine Frau. Sehr erfreut. Ich habe schon gehört, dass die Iren sehr tierlieb sind. Ja, gut. Wir müssen unterwegs zum Tierarzt. Würden Sie sie bitte nehmen? Ja, ich, warum denn? Ja, ich muss doch ihr Gepäck tragen. Oh, danke sehr. Bitte sehr. Mein Auto steht draußen. Hier an den westlichsten Punkt Europas. The next little town in that direction is New York City. I never saw such a big wreck. Sieht aus wie ein gestrandeter Riesenwal. Ja, stimmt. Sie können ihn haben, wenn Sie wollen. Ihn haben? Ja, er liegt auf unserem Grund. Auf was bitte? Das Land hier. Auch die Klippen und Felsen gehören meinem Vater. Bis da hinten. Ja. Let's go. Wir brauchen noch eine halbe Stunde. Ihnen gehört wohl die ganze Insel? Nein, nur die halbe. Nein, nein, stimmt nicht. Ja, wir sind jetzt in der sechsten Generation Farmer. Der Besitz hat sich immer verändert.
Wieso sprechen Sie eigentlich so gut Deutsch? Aha. Das ist eine etwas längere Geschichte. Und die erzähle ich Ihnen nicht, weil meine Mutter sie erzählen wird. Komm. Hey man, this music really turns me on. Entschuldigen Sie bitte, geht das Ganze nicht ein klein wenig leiser? Mein Mann? Hallo, Aber bitte komm doch rein. Danke. William, would you get the luggage, please? Well, this is our home. Gefällt es Ihnen? Oh, es ist wunderschön, wirklich traumhaft. Danke. Es ist fast wie ein Palast hier. Es ist ein sehr altes Haus. I am William. If you require anything, ask me. Yes, thank you. Thank I hope you will like this room. Frau Behringer, schau es. Ist recht so? Ja, na, wir haben doch nicht den amerikanischen Präsidenten im Haus. Ach, ich hab's doch bloß gut gemeint, Frau Behringer. Wissen Sie, Amerika und die Amerikaner, das ist was ganz Besonderes für mich. Denn nach dem Krieg, ne, da hat von mir eine stiefdernde mütterliche Seite, die hat mit ihrer ganzen Familie nach Amerika rübergeheiratet, nach Massachusetts, ne, und die hat uns Kinder immer zu Weihnachten so weggeschickt. Ne. Also, ja, so ein Care-Paket. Würden Sie jetzt trotzdem bitte mal die Teller rein? Da waren immer so große Coach-Lollis drin. Ach Gott, und es war was für uns Kinder. Die Erna ist ja schon kaum auszuhalten, aber dieses Gedudel halte ich keine 4 Wochen aus, das schwöre ich dir. Spielt ihr mal selber? Ja, er hat gesagt, er muss sofort das Cello intonieren, denn es könnte sein, dass er sich im Flugzeug erkältet hat. Ja, hier erkältet sich der Schweinsbraten. Erna! Ja? Sagen Sie doch dem amerikanischen Austauschcellisten, er soll runterkommen, der Schweinebraten wird kalt. Schweinebraten ist getting cold. Ist getting cold. Ja, ja, ich geh auf und hol ihn. Ne? Ja. Mister, jetzt weiß ich noch gar nicht den Namen, entschuldigen Sie. Jedenfalls, please go trap down, ne? Hurry, the pig wird cold. Abendessen, evening eating is ready, ne? Da unten. Thank you, ma'am. No problem. Ich komme gleich. Nur noch 3 Kadenzen. Bloß nur 3 Kadenzen. Aha. Nicht, das ist doch unhöflich. Also, ich fange jetzt an. Ich habe jetzt Hunger. Was kommt da? Good evening. Good evening. I'm deeply sorry, but now the cello is warm. Siehst du, es ist warm. Ja, aber der Schweinsbraten ist kalt. So, mein Mann hat extra für Sie gekocht, Schweinebraten. I'm awfully sorry, madam, but I'm total vegetarian, didn't you know? Oh ja, dann krieg ich seine Kruste. Ja, aber Sie haben doch in Ihrem Brief extra geschrieben, Sie freuen sich auf die bayerischen Spezialitäten. Brezel, Schweinebraten. Ich hab geschrieben, aber... Aha, ja, dann müssen Sie halt einen Salat essen, bitte. Ich gebe doch einen Salat. Und vielleicht einen Knödel. Ja, aber da habe ich doch die Spritbröckel, nein. Das macht doch nichts mehr. So, möchten Sie was trinken? Oh, no, thank you. Ich trinke nie während Essen. Ja, also trotzdem, welcome in Munich und guten Appetit. Thank you. Guten Appetit. Dear Professor Behring, ich habe eine Frage. Sie sind doch eine große Bach-Spezialist. Welcher Dirigent hat Ihrer Meinung nach die beste Tempi in die brandenburgische Konzerte? Wie bitte? Na, schmeckt's, junger Mann? Oh, I don't believe it. Is this echt Bavarian food?
I mean, Schweinebraten mit Knödel? Then where's the ketchup? Wir essen seit geraumer Zeit keinerlei Fleisch mehr. Mein Mann hat bereits 2 Herzinfarkte hinter sich. Heart attack, you know? Die Naturkost ist, wie soll ich sagen, Peterli. Wie hast du das so schön umschrieben? Der Quell steht der Erneuerung, Liebes. Die Kritiken meines Mannes sind seither viel transparenter und feinstofflicher, Liebes, geworden. Do you understand what I mean? Yes, sir. No. Mr. Behringer. Behring, Professor Dr. Behring. In den Unterlagen für den Austausch, ich hatte gelesen, wo Sie arbeiten mit Raketen und Satelliten. Satelliten? Weißt du, mit wem der uns verwechselt hat? Mit dem Professor Behring. Behring, ja. Ja, dem Kritikerpapst für klassische Musik. Du bist gut, du meinst, du hast ihn verwechselt. Ja, aber du, da waren so viele Studenten und er hat mir so gefallen, er schaut doch aus wie der Schubert. Schubert? I love Schubert. Ja, ja, aber wo ist denn dann der Richtige? Mei, Erna, natürlich beim Musikpapstkritiker. Ach, na, Scheiderle. Weißt du was? Ich rufe ihn gleich mal an, dann können wir morgen früh die beiden Studenten austauschen. Ist ja auch ein Austauschstudent. Danke dir. Well, did you like it? Ich meine, hat es Ihnen geschmeckt? War wirklich köstlich, wirklich. Oh, danke. Yes, please. Und es sind auch alles unsere eigenen Produkte von der Farm. Wie? Ja, die Kartoffeln, das Lamm, die Bohnen und sogar die Milch für die Creme. Okay, yes. Und der Käse? You're right. James hat mir erzählt, dass diese Farm seit 6 Generationen in Ihrem Besitz ist. Stimmt das? Oh nein, ich bin ja in Deutschland geboren. Die Familie meines Mannes hat diesen Besitz um 1730 gekauft. Ja, und sehr billig auch. Weil niemand wollte das haben, nach dem schrecklichen Mord. Welcher Mord? James, don't frighten our guest. Oh, all right. Ich erzähle es Ihnen morgen. Von dem Mord und dem Geist in unserem Haus. A horrible story. James, don't exaggerate. Er übertreibt immer. Nehmen Sie ihn nicht ernst. Sie meint es ernst. Und wie lange leben Sie schon in Irland? Seit 30 Jahren. 30 years ago she married me. Yes. 30 years ago I was born. James. well, I think we better go now and leave the children by themselves. Wir müssen morgen früh sehr früh aufstehen. Aber Sie können gerne aufbleiben und fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Vielen Dank. Danke sehr. You're welcome. Good night. Good night. Thank good night, night, James. Good night. And have nice dreams. Thank you. Ich würde mich gerne noch ein wenig vor den Kamin setzen. Shall I get the fire going? Nein, für heute reicht mir, glaube ich, die Glut. Danke. James, would you kindly come for a minute? Certainly. Excuse me, Mom. That's okay. Grausamer Mord durch Butler und Küchen verübt. Die Hexe verbrannt. That young lady is looking at the family records. Oh, sorry. Sorry. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ein schönes Buch, ne? Entschuldigen Sie, dass ich hier einfach so in Ihren... Ach was, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Sie wollen etwas über die Geschichte wissen. Und natürlich, Ihr Instinkt hat Sie zu dem Buch geführt. Okay, I'll tell you the story. Im Jahre 1729 ermordeten in diesem Haus der Butler und seine Geliebte, die Köchin, ihre Herrschaften, einen jungen Farmer mit seiner bildhübschen Frau, und beraubten sie. Die beiden Leichen haben sie im Garten vergraben. Aber die Mörder hatten den treuen Hund vergessen, der die Leichen wieder ausgrub. Der Butler behauptete,
Die Köchin hat ihn dazu gebracht, hat ihn verhext. Und sie würde daraufhin als letzte Hexe in dieser Grafschaft verbrannt. Und was ist mit dem Geist? Der Geist, ja. Das ist der Geist des bösen Butlers. Es war nämlich in Wirklichkeit allein sein Plan gewesen. Und sein Geist spukt jetzt jede Nacht. In ihrem Zimmer. Oh, come on, James, no. Oh, yes, Katja. Und wenn er kommt, mein Zimmer ist gleich gegenüber. Stell dir bitte einmal vor, nach dem Hofbräuhaus zum Nymphenburger Schloss. Du weißt bitte, wie weit das ist. Dann zurück aufs Olympiagelände, rauf auf den Turm, runter vom Turm, dann zum Haus der Kunst, wieder auf der anderen Seite, dann zurück zum Englischen Garten und direkt auf die Bavaria. Und zum Schluss will dieser Wahnsinnige noch wissen, wo ich arbeite. Also ich mit ihm zum Rundfunk und dort schmeißt er fast eine Sendung, weil er mit der Toningenieurin sofort anfängt zu flirten. Aber jetzt bist du dran. Was, ich? Ja, er möchte nämlich morgen zu den Königsschlössern, auf die Zugspitze, in den Schwarzwald und zu Lorelei. Ja. Alles an einem Tag. Alles an einem Tag. Weißt du, was ich mir jetzt wünschen tät? Was? Einen Austauschstudenten, der die Phänomenologie des Schweigens und der Stille studiert. Einen Zen-Buddhisten, das bräuchte man. Der tät 3 Tage da sitzen und gar nichts machen. Es geht ganz leicht. Das Pferd läuft immer vorwärts. Ach, was will ich sagen? Ja, es ist nur ein bisschen schwer, hinaufzukommen. Da eben ist doch viel zu hoch. Ja, nein, hier. Soll ich wirklich rauf? Ja, Sie müssen einen Fuß hier in den Steigbügel reintun, ja. Und mit Schwung nach oben, ne? Hoppla! Ups, there you go. Hey, hey, hey. Oh mein Gott, da falle ich doch gleich wieder runter. Nein, nein, nein. Sie müssen natürlich oben festhalten hier. Ich halte mich doch fest. Nein, hier. Das, ja. Und James, ich lasse das lieber. Das Pferd ist noch nervöser als ich selber. Ja. Wenn Sie wollen, ist mir egal. Wir können natürlich nach Cork fahren. In der Turnhalle auf dem Trockenpferd üben. Oh, very bloody funny. Ja, komm. Ja. Ja, Sie lernen ein bisschen zu schnell, meine ich. Das war nur die Rache für gestern Abend. Ich habe nämlich wegen Ihrer Geschichte mit dem Geist kein Auge zugetan. Aha. Komm mal. 30 all, new balls, please. Come on. James? Ja? Kann ich Sie was fragen? Ja, Sie dürfen einen Irren alles fragen. Außer noch seine Religion. Und noch Politik. Ich frage Sie trotzdem. Seit ich hier bin, ist alles so schön, so friedlich. Ja. Die Menschen sind so freundlich und so humorvoll. Hm. Allem voran ihre eigene Familie, die Farm. Und dann diese fantastische Landschaft. Tja. Es ist wie in einem Märchen, Jane. Tja. Ja, und oben Nordirland. Ich meine, wie geht das zusammen? Tja. Wenn Sie unser Land wirklich interessiert, ja, Sie werden irgendwann begreifen, dass man es nicht ganz begreifen kann. Und schon gar nicht geht es mit ein paar Informationen aus den Reiseführer. Oh, ich will es auch nicht aus dem Reiseführer kennenlernen. Ich glaube, ich interessiere mich wirklich für Irland und für die Menschen. Sag mal, Energien hat der Mensch für 3. Oder wir haben zu wenig. Den ganzen Tag sind wir gelatscht. Ach, sei so nett und massiere mich ein bisschen.
wann studiert der eigentlich, sag mal? Das heißt doch Austauschstudent. Schau mal, ob der den Energiepunkt erwischt. Da unten, ja. Ah, ja, das ist er. Jedenfalls 4 Wochen Sightseeing mache ich nicht mit, gell? Wo ist er denn überhaupt? Da nebenan im Wohnzimmer. Schau fern, hörst du es nicht? Der tanzt fern. Aber nicht mehr lang, gleich kommt die Tagesschau. Jetzt kannst du aber nicht die Tagesschau anschauen. Der schaut sich Videoclips an. Er hat mich extra um Erlaubnis gefragt. Was ich mir jetzt wünscht, steht, den ätherischen Cello-Spieler nehmen, den wir ausgetauscht haben gegen den Austauschstudenten. Der würde jetzt brav oben sitzen unter dem Dach und würde seine Kadenzen üben. Und ich könnte fernsehen. Aber du bist doch unser Gast. Und das ist eigentlich ein sehr lieber Kerl. Weißt du was? Ich gehe mit dem morgen zu Alex in die Boutique und die soll sich mal ein bisschen um den kümmern. Disco oder so. Also mir ist alles recht, wenn er normal irgendwo anders sein Unwesen treibt. Allmählich kommt mir vor wie ein Gast in meinem eigenen Haus. Eigentlich können wir nur noch ins Bett gehen. Magst? Hey, Pepo! Fan dieser Gitarre! Sie gehört mir! Do you know, das ist total verstimmt. Das ist kriminal. Du bist ein Gitarrenmörderer. Ein was bitte? This guy's a guitar murderer, that's what he is. Ja, wie lange hast du denn jetzt gespielt? Ungefähr 6-7 Jahre. Ich habe halt keine Zeit mehr. Keine Zeit? 6-7 Jahre? Ohne Musik? What are you crazy, man? Du bist tot ohne Musik, ohne Gitarre. Ab und zu hätte ich schon Lust gehabt, aber... Nix, aber, man, wir wieder anfangen jetzt. Come on, let's go to the bass, man. We play the blues, man. Come on, what are you talking about? Ich kann überhaupt kein Blues. Ja. Hey, man. You can, das ist Quatsch. Everyone can the blues, man. Let's go. Lori, ja, weißt du, wie spät es ist? Nein. 2:30. 2:30? Ja, der Billy hat mir ein paar Akkorde beigebracht. Ich muss üben. Er behauptet, ich könnte der neue Jimi Hendrix werden. Der Bayerische. Na komm, du Jimi Hendrix, jetzt ab ins Bett. Guten Morgen, people! Wow, did you sleep well? Yes, oh, thank you. I did. I had a wonderful dream last night. Also so geht es nicht weiter. So geht das nicht weiter. Einen dreckigen Socken unten im Parterre, den anderen oben unterm Dach, 3 Milchstüten quer durchs Haus. Anna. Ja, sagen Sie mal, sind Sie daheim in Amerika auch so schlampig? Oh, Anna, excuse me. Aber in New York, ich habe nur ein kleines Zimmer. Und dran bin ich klein schlampig. Und das Haus hier ist so groß. Und natürlich, ich bin groß schlampig. So, und der Frecks Mundwerk kommt an. Komm, Anna, nicht so viel schimpfen. Oh, Schimpfen mag so viel falten. Also, Billy, komm, jetzt wird mal gefrühstückt. Eigentlich müsste ich dir böse sein. Du hast nämlich meinen Mann gestohlen heute Nacht. Du bist eine Love-Murderer. Oh, Frau Böhringer. Dein Mann ist ein super Talent. Gute Stimme, gute Gitarre. Ihr müsst in diesem Haus viel mehr Musik machen. Also ich mach viel Musik. Heavy Metal und so. Ja, und der ist nicht zu überhören, dein Kassettenrekorder. Oh no, aber nicht nur Rekorder. Ihr müsst selber machen Musik. Ich habe ja mal in der Volksschule, ne? Und da war ich so ungefähr 10, ne? Und da habe ich bei so einer musikalischen Aufführung, da habe ich die erste Triangel gespielt. Great! Ja. Warum hast du nicht weitergemacht? Music never stops! Aber wir sind doch kein Orchester. Alle Menschen sind Musiker. From the beginning when you kissed a little baby. Oh. Bis Opa Oma. Ja, ja. Oh. Come on! Music, join in. Musik ist Gefühl und Klang und Rhythmus und
dancing. Look at this. What is it? Ja, ein Glas. A glass? Du kannst es anfassen? Okay. Und trinken? Okay. Aber du kennst die Seele von diesem Glas noch nicht. This is music. The beginning. Good vibrations. Hörst du? Alle Dinge haben Irrtöne. Can you dig it? Why don't you take this? And you take this. Come on, we're an orchestra. Let's play. Come on, please. Bist du wirklich albern? Wir müssen jetzt in die Stadt. Komm. Ah, in die Stadt nicht. Come on, we're an orchestra. Let's play. Warum hast du so viel Angst? Von mir? Nein. Von Tommy? Nein. Von Anna? Ja, von Anna schon. Oh, Anna. Come on. You're part of the orchestra, ja, too. Let's play. This is my rhythm. Join in. Well, don't you stand there, join in, what's your rhythm? Ja, mein Rhythmus ist und bleibt ein Walzer. Okay, let's hear it, play it. Da, di, da, ja. Bam, 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 bam. Come on, Anna, join the big band! Also, was man heutzutage alles Mode nennen darf. Tja, und wen man heutzutage alles Kunde nennen darf. So eine Unverschämtheit. Ich werde mich bei der Industrie- und Handelskammer über Sie beschweren. Bitte? Und ich werde Sie bei der Verbraucherzentrale melden, als notorische Querulante. Frechheit! Entschuldigung, Entschuldigung. Sie müssen das verstehen, meine Kollegin, die hat das Kleid selbst entworfen und... Tja, kein Wunder. Der Apfel fällt nie weit vom Stamm. Du bist vielleicht ein Schleimscheißer, kriegst diesen Wrack auch noch in den Arsch. Eins ist aber klar, wenn du alle Kunden so behandelst, dann brauchst du dich über die Flaute des Ladens überhaupt nicht beklagen. Was soll denn das jetzt heißen? Und was heißt ja alle Kunden? Die Zicke hat mich doch zuerst angemacht. Dann lass dich auf ihr Niveau nicht runter. Alex, du musst endlich lernen, dass die Avantgarde-Mode, die du anbietest, nicht immer ankommt. Das Gros der Leute ist sowieso wesentlich konventioneller. Ja, so wie du. Danke, du hast eine tolle Meinung von mir. Übrigens, falls es dich interessiert, ich habe mit unserem Steuerberater geredet. Und er sagt, dieser teure Laden ist der absolute Quatsch. Grüß dich. Na, danke, was machen die Geschäfte? Ja, man kann nicht klagen. Ich wollte euch mal unseren blonden Studenten aus Amerika vorstellen. Hi, I'm Hello. Billy. Alex. Billy. Oh, nice to meet you. How are you doing? Ist was? Huh? Nee, wieso? Ich wollte dich bitten, könntest du dich mal ein bisschen um Billy kümmern? Ich meine, ihm mal in die Disco mitnehmen oder so. Aha, Abwälzung des Problems. Ich denke, der nervt so. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Der hat einen Rhythmus und ein Tempo drauf. Das hält ein Grufti wie unser Papi auf die Dauer nicht aus. Wow, and plenty of room to dance and so. This is out of sight. I like it, yeah. Grüß Gott. Kann ich was für Sie tun? Grüß Gott, ja. Also das ist so, ich brauche Musik, also Musikinstrument. Und was haben Sie da gedacht? Ja, also das ist so, spiel weiter, es ist schön. Ich hab doch seit 20 Jahren nicht mehr gespielt. Seit der Wachselsteinhütte. Erinnerst du dich? Und wie geht's dir mit der Gitarre? Es kommt wieder. Das ist schon komisch manchmal. Da muss so ein schwarzer Teufelskerl daherkommen, damit man wieder entdeckt, was einem wirklich Spaß macht. Gell, der rührt einen manchmal richtig an. Tja, wenn er bloß nicht immer seine Milchtüten liegen lassen tät. Miguel,
Hast du eigentlich gemerkt, wie total abgemeldet wir hier sind? Bei wem? Oh Mann, pennst du oder was? Seit einer Stunde war die Alex nicht mehr in diesem unserem Lande. Und weißt du warum? Was? Da. Ja, dort ist sie doch. Aber siehst du das jetzt oder siehst du das nicht? Michael, eigentlich konnte ich dich ja nie leiden, aber jetzt verbindet uns dieses Defizit. Defizit? Defizit. Dieser Billy hängt uns einfach ab und zwar nach Strich und Faden. Meinst du das jetzt? Michael, ich habe nachgedacht. Das ist der ungleiche Kampf zweier Rassen. Intellektuelle Blässe und Kopflastigkeit. Nordhalbkugel. Gegen schwarze Spontanität. Südhalbkugel. Oh Mann, ist mir schlecht. Also Reggie, na Respekt, aber kannst du mir was zu trinken holen? Mensch, müsst ihr hier so rumhängen wie zwei Mehlsäcke? Komm doch auch mal zum Tanzen. Come on, fellas, let's dance! Ihr spinnt wirklich, hier so rumzusaufen. Macht doch keinen Spaß. Wer soll denn sonst unsere einige Beerdigung begießen? Ihr habt uns ja total allein gelassen. Na gut, dann fahren wir jetzt. Ich muss morgen fit sein. Komm. Hä? Für Gerichtsvollzieher, was? Ha, ha, ha. Also, dass mal eins feststeht, ich kann nicht mehr fahren. Oh, ich auch nicht. Ja, aber ich komme mit dem Wagen von meinem Vater nicht zurecht. Billy, kannst du fahren? Aber was für eine Frage. Natürlich kann Billy fahren. Jeder Amerikaner kann fahren. Wenn er nicht fahren könnte, wäre er kein Amerikaner. Ja, komm. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute im Studio einen schwarzen... Scheiße! Maria! Oh Gott, Billy! Ja, Billy! Weißt du, was das ist? Das ist Sabotage an abendländischen Errungenschaften, ist sowas. Ach, was, Kulturschande ist sowas. Du, das stimmt nicht ganz. Er putzt sich wenigstens die Zähne. Kennst du den Unterschied zwischen Zivilisation und Kultur? Eine Zahnbürste besitzen ist Zivilisation, sie auch benutzen ist Kultur. Ja, aber das ist keine Kultur. Ja. Meine Haarbürste ist auch schon. Und eins sage ich dir, wenn ich noch einmal in dem Haus eine Milchtüte sehe. Oh Mann, Bruder, was ist mit dir los? Du fährst ja 20. Kann doch nicht schnell. Ach so, ist doch Schwarzfahren. Nee, Billy, das ist wirklich zu langsam. So kommen wir ja nie nach Hause. Dann sehe ich dich. Fucking Mike. Vorsicht. Oh, I'm so sorry, but... Dann ist kein sorry, großer Amerikaner, du hast einfach missgebaut. Oh, ich muss sagen, ich bin, glaube ich, nachtblind. Nachtblind? Michael, er ist nachtblind. Er hat einen schwachen Punkt. Hast du gehört? Der Mann hat einen schwachen Punkt. Einen ganz schwachen Punkt hat der Mann. Billy, los nach hinten. Auf die billigen Plätze. Ja. Das Abendland muss wieder die Karre aus dem Dreck ziehen, oder? Das? Das gibt's doch nicht. So eine Sauerei. Billy! Was hat er denn mit meinem Auto gemacht? Hey, what? The auto? Oh, yeah. It was raining and my eyes and... Ich mach das alles gleich sauber. Nein, bleib nur liegen, sonst setzt du mir noch das ganze Auto unter Wasser. Und räum bitte deine Milchtüten auf. Ja, yeah, okay, es ist kein Problem. Flori, ja schon. Ich weiß auch schon die Unterschrift für das schöne Bild. Der deutsche Spießer im Morgengrauen. Was? Deutsche Spießer im Morgengrauen. Hm. Nein! Flori! Das ist die Kamera! Hör auf! Nein, das ist von ihm! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf!
Entschuldigung, Erna. Also, Herr Behring! Das wollte ich wirklich nicht. Ach, na ja, das macht nichts, Herr Behring. Ich bin bloß recht erschrocken und ich bin halt jetzt ein bisschen nass geworden. Na, ja, sagen Sie mal bloß, wir hatten ja schön das Auto so dreckig gemacht. Ja, wer wohl? Der Billy natürlich. Herr Behringer, jetzt muss ich Ihnen mal was sagen. Er ist ja menschlich sehr in Ordnung. Aber mit der Ordnung, da ist er unmenschlich. Ja, tagtäglich räume ich dem seine Milchtüten ja, hinterher. Trotzdem liegt und dann, darum. Ja, und dann das Schlimmste ist ja diese Schlagzeug, das steht mitten im Weg. Ich komme überhaupt nicht mehr in mein Waschküchlein. Erna, in 3 Wochen haben wir ihn ja los. Für mich eine Ewigkeit, Herr Behringer. Alex, ich möchte deine Vater wieder gut machen. Ach, Billy, das ist nicht so einfach. Ich habe eine Idee. Ich mag ein großes Fest für deine ganze Familie. Mit Tutan Music. Fest ist immer gut. Von Fest kann ja wohl nicht die Rede sein. Weißt du, was das sind? 7 Rechnungen. Und alles 2. Mahnungen. Ich weiß. Aber du bist ja auch eine riesengroße Hilfe. Kommst dir gnädigerweise mal reingeschneit und tust nichts anderes als meckern. Es scheint in Gang zu sein, dass ich noch eine kleine Nebenbeschäftigung habe. Und die Seminarscheine erledigen sich nicht von selbst. Ciao, Billy. Alex, ihr habt so schöne Laden. Warum geht das Geschäft so schlecht? Macht ihr genug Publicity? Haben wir alles gemacht. Anzeigen, sogar eine Modenschau im Schaufenster. Es kamen 2 Leute, aber es hat kaum jemand was gekauft. Musst du noch mehr spektakulär machen? Mit viel mehr Publikum? Haben wir doch alles. Aber eine Modenschau kann ich mir einfach nicht leisten. Es ist viel zu teuer, Billy. Muss ja nicht ein Hotel oder Modehalle sein. Irgendwo eine Stadt mehr, mit vielen Menschen sind. Und der mag so ein Show, a big show, mit Music. Das klingt ja ganz schön, aber vergiss es, Billy, es bringt nichts. Alex, du kannst nicht nur hier auf deine schönen Hitten sitzen und warten, bis ein Wunder passiert. Du liebst doch deine Mutter machen, oder? Natürlich. Dann mag sie. Weiter, Walden, Carlight. Can't argue with that pedigree, I tell you. No, you can't go from here, I can prove it all right. If the price is right, I'll prove anything. There's a fish trapping in the hind leg. That's 6 foot, I tell you. All Ireland cross country champion you're looking at. Yeah? She's good, this fish, she did well. What do you give him for? I don't know. 1,400 is the best I can do. 14. Well, 1,800 is the lowest I'll come. He's looking for 18. Won't go beyond that. We come up. Go, sure. He's walleye and she's lamp. She's an All-Ireland champion. Come down to small. Cross country. I'll come down to 17 and that's my final. No. Look, we come here. We come up to 15. Sure, look, she's a pounder. Give him 15 for her, would you? Probably Wingard. 1,500. 15 to you. That's my final offer. Yeah, mine's in. 1,600. No. Jesus Christ, come here, come here. No, Jesus, come back here. You're too close. There's only 100 between you. We come up to 1,600. Can you prove what about Mystery? I'll throw in the rosette if you like. Right, and the saddle. And the saddle. You need 1,600. Job done. A good day's work, lads. A good day's work. Thank you. Auf Sie. Sie waren fabelhaft. Thank you. Wie haben Sie nur gewusst, dass der mehr zahlt, als ich dachte? Weiblicher Instinkt. Aha. Aber hoffentlich versteht er kein Deutsch. Ach, bestimmt nicht. Warum lässt du eigentlich dein Pferd nicht draußen? Ich ja mal fragen. JJ, jeden Fall, wo der Gabel stinkst du vorbegott. Aber the last time I check one up outside here, some who stole it. Er sagt, es gibt zu viel Gauner auf der Welt. Wenn man es draußen anwendet, wird es gestohlen. Darum nimmt er die Pferde immer mit ins Pop, ne? I was coming back from the fair at Chuller, pulling the rope on me with a few pints of me when I got home to the house. There was a damn can in the Er sagt, lass er auch nicht verzichten, ne? Einmal in diesem Pub hat einer das Pferd abgeschnitten und ein Esel dran gebunden. Slanche! Alles Leute, mal zu yourself tun. And join me immediately. Larry, where are you? What the hell's going on here? Get here. Stop that, what's going on? Are you well? Where did it start? How the hell did it start? The other horses are. Hello? O'Flanagan's here. Fire! Come over quickly! Jesus, get away from that fire, it's dangerous. Listen, are the brigade coming? Yes, good. Coming. Have you seen Larry anywhere? Larry, where are you? Christ. Larry! Larry! Where are you? Larry!
Sie waren schon wieder fabelhaft. Oh, Mensch. Wieder weiblicher Instinkt. Oh, dein weiblicher Instinkt, Mensch. Mit Larry, das war fantastisch. Danke, danke. Den Lärm kann kein Mensch üben. Finde ich auch. Ja, und du mit deinem guten Mund, du machst mir auch noch wahnsinnig. Ich kann doch nichts anderes. Komm. Herr Behringer, wann macht denn der Bill jetzt endlich diese Amerika-Füllung vor dem Truthahn da? Ich weiß auch nicht. Das ist eine Antwort. Das ist überhaupt komisch. Er sagt, er macht mit unser Fest, er macht mit unser Blues-Session und jetzt übt er da unten mit seinen Freunden Jazz. Mir wollte er auch das Blues-Schema beibringen. Ich freue mich jetzt richtig auf diese Session da. Ich kann vorhin schon das Synkope. Ich hört mich denn keiner? Ich habe einen Hausschlüssel vergessen. Christi, du. Macht die hier ein Trio oder was? Also lästern können wir selber, ja? Ja, wo ist denn der Billy? Du, die üben schon unten seit 2 Stunden. Alles klar. Alex, und sag bitte dem B, sein Truthahn war der dringend, ja? Und Sie, Herr Behringer, ja, was ist denn? Sie wollten noch die Lampions im Garten installieren. Und was machen wir, wenn es regnet? Dann kann ich alles wieder reintragen. Alex, darf ich mit? Nein, das ist viel zu stressig. Kann mir einer mal erklären, was das soll? Wo ist denn hin? Das erkläre ich dir alles später. Wir machen hier fest mit Musik. Keine Angst, Freund, wir kommen zurück. Ja, was ist mit dem Truthahn? Oh, der damn Türken, wir stopfen später. Stopft ihn später. Weißt du, was die vorhaben? Nee, mir sagt ja keiner was. So, ich darf Ihnen in der Zwischenzeit mal die Band vorstellen. An ihrer Spitze unser Mann aus New York, extra rübergeflogen. In den Staaten hat er bereits die West Side Story gesungen und getanzt. From New York City, ladies and gentlemen, Mr. Billy Benson. Grüß Gott, wer ist hier für die Veranstaltung zuständig? Ja, ich. Und haben Sie da Genehmigung für die Veranstaltung? Müssen wir die Veranstaltung abbrechen. Meine Herren, Feierabend. Und da kommt auch schon unser neuestes Modell, der Kampfanzug. Natürlich im modischen Grün gehalten. Wollen wir doch mal hören, was die Herren uns zu sagen haben. Meine Damen und Herren, die Veranstaltung ist beendet. Gehen Sie bitte weiter. Wir stören doch hier niemanden, oder? Ja, auf der Fußgängerzone machen Sie doch auch immer Musik. Ja, die Leute haben aber Genehmigung. Haben Sie einen Ausweis dabei? Richie, hast du einen Ausweis dabei? Ich habe nie einen Ausweis dabei. Dann müssen Sie mitkommen zur Inspektion. Okay, Jungs, einpacken. Was ist mit unserer Gage? Oh, don't worry. Was ist hier los, Alex? Wir haben keine Erlaubnis gekriegt hier. Mann, du begreifst auch gar nichts. Das ist Blödsinn. Ich hab dir immer gesagt, wir sind kein Straßentheater, sondern eine Boutique. Jetzt geh mir bloß nicht auf die Nerven. Hau ab, okay? Jetzt geh mal. Euch eben ab. Sollen wir das grässliche Viech da auch aufhängen? Ja, von mir aus hängen sie auf. Aber das hänge ich weiter hinten. Ja, dann haben wir die Kapsel. Hier, Behringer. Hier, bei Behringer. Polizei? Polizei? Nein. Ja, bitte? Was? Was? Ist was passiert? Was ist denn los? Tut mir leid, aber die Anzeige kam von einem Modegeschäft in der Nähe. Und die werden sie auch anzeigen. Und irgendwie haben ja die Leute auch recht. Stellen Sie sich mal vor, es würde jeder Modenschau hier abziehen. Es gäbe ja Chaos. Was heißt hier Chaos? Mein Gott, wir wollten ein bisschen Spaß machen. Will ihr noch Spaß? Oh nein. Anzeige, ist so wirklich lächerlich. Komm, was denn da? Komm mal, den endlich mal die Musik aufstellen. Jetzt hört's auf, komm. Sag mal, spinnt ihr? Ohne Genehmigung. Hier bitte, die Verbrecherausweise. Ja, schaut gut aus.
Richie, weißt du, wie lange ich nach deinem Ausweis gesucht habe? Und weißt du, wo ich ihn gefunden habe? In deiner fetzen Jeans. In der Waschmaschine. Das war mir schon klar. Da ist er nämlich immer. So, jetzt los, 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 los. Die warten schon alle zu Hause. Moment, so, danke, so schnell geht's nicht. Wir machen ein Protokoll. Der Billy wollte so eine amerikanische Erntedankfüllung machen. Jetzt habe ich heute Hackfleisch. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Truthahn gemacht. Sieht doch aber sehr gut aus. Ja, jetzt tun wir da mal einen Einofen. Also ich glaube ja nicht, dass der Rafaman in die Bratröhre reinpasst. Ja, Erna, ist ja gut. Das sehe ich selber. Na, da muss ich ja andersrum also, wenn du mich fragst, es muss doch nicht immer Fleisch sein. Ich esse sowieso nichts davon. Ich aber schon. Flori, ist doch ganz einfach. Du zersägst das Vieh und brätst es in Stücke und Scheiben. Und dann fällt die Füllung raus. Ja, sollen wir ihn vielleicht roh essen? Als wir die Küche damals gekauft haben, habe ich der Maria gesagt, der Grill ist zu klein. Da geht höchstens ein Wachtel rein. Weil es auch so ein amerikanischer Vogel sein muss, nicht? Opa, der kommt doch nicht aus Amerika. Na, das weiß ich schon selber. Bin ja nicht blöd. Ich meine das nur exemplarisch. Wie meinst du das? Er meint, wenn Flori was treu Deutsches gekocht hätte, dann hätten wir längst was zu essen. Wir sind schon da. Es hat etwas länger gedauert. Wir haben noch ein langes Protokoll aufgenommen. Oh, der Truthahn ist schon fertig. Gott sei Dank, wir haben solchen Hunger. Der Truthahn. Roh ist er. Oh, yes. That damn turkey. Ja, the damn turkey doesn't go in our grill. It's too big. Mag nix. Wir machen Turkey à la Americana. À la what? Seid mal eben leise. Wollt ihr was essen? Bitte? Ob ihr was essen wollt? Man muss essen. Okay, alles klar, später, steht ihr okay. Hier, gell? Okay, das war gar nicht so einfach. Die wollen später erst essen. Ilse, jetzt gibt's eine Kartoffel. Ob? Ja. Ja, Christian? Das ist ein fabelhaftes Restaurant. Du bist wo? Auch, oder? Ach, ich bin die Ecke. Ja, ich bin schon manchmal besser gelegen. Oh. Ja, und wie lange dauert jetzt das noch, bis wir endlich grillen können? Ja, ja, er ist frei, ganz klein. Danke. Ja, aber der Hunger ist groß. Ja, dann machen wir doch einfach zuerst die Session. Oh ja, ich hole jetzt gleich mein Triangel.
Behring? Ja, Behring. Welcome to Munich. Hello, I'm Billy. Nice to meet you. Come here. Oh, no, not my cello, please. Then I take it. Did you have a nice flight? Yes. Good. Behringer here. Sorry? Behringer. Oh, sorry, I have no idea. Sorry. Grüß Gott, der Behring, mein Name. Professor Dr. Behring. Da müssen gerade Musikstudenten aus New York angekommen sein. Ich suche da einen jungen Farbigen, Bill Benson. Ja, da war gerade eine Gruppe da. Schauen Sie mal, da sitzt noch einer. Hallo, hi, I'm Billy. Welcome to Munich. Behringer. Professor Dr. Behring. Billy. Ich habe gemeint, I too said you play cello. Cello? I'm a drummer man and dancer. Und du kannst Deutsch sprechen mit mir. Ja, aber Sie haben doch geschrieben wegen der Hausmusik, brandenburgisches Konzert und so. Brandenburgisches Hausmusik. Katja Behringer, I presume. That's right. Hello. I'm James Flanagan. Pleased to meet you, hello. Und, das ist Esmeralda, meine Frau. Sehr erfreut. Ich habe schon gehört, dass die Iren sehr tierlieb sind. Ja, gut. Wir müssen unterwegs zum Tierarzt. Würden Sie sie bitte nehmen? Ja, ich... Warum denn? Ja, ich muss doch ihr Gepäck tragen. Oh, danke sehr. Bitte sehr. Mein Auto steht draußen. Wir sind hier an den westlichsten Punkt Europas. The next little town in that direction is New York City. I never saw such a big wreck. Sieht aus wie ein gestrandeter Riesenwal. Ja, stimmt. Sie können ihn haben, wenn Sie wollen. Ihn haben? Ja, er liegt auf unserem Grund. Auf was bitte? Das Land hier. Auch die Klippen und Felsen gehören meinem Vater. Bis da hinten. Ja. Let's go. Wir brauchen noch eine halbe Stunde. Ihnen gehört wohl die ganze Insel? Nein, nur die halbe. Nein, nein, stimmt nicht. Ja, wir sind jetzt in der sechsten Generation Farmer. Der Besitz hat sich immer verändert. Wieso sprechen Sie eigentlich so gut Deutsch? Ah, das ist eine etwas längere Geschichte. Und die erzähle ich Ihnen nicht, weil meine Mutter sie erzählen wird. Komm. This music really turns me on. Entschuldigen Sie bitte, geht das Ganze nicht ein klein wenig leiser? Mein Mann? Hallo, grüß dich. Aber bitte komm doch rein. Danke. William, would you get the luggage, please? Well, this is our home. Gefällt es Ihnen? Oh, es ist wunderschön, wirklich traumhaft. Danke. Es ist fast wie ein Palast hier. Es ist ein sehr altes Haus. I am William. If you require anything, ask me. Yes, thank you. Thank I you. Hope you will like this room, miss. Frau Behringer, schau es. Ist recht so? Ja, na, wir haben doch nicht den amerikanischen Präsidenten im Haus. Ach, ich hab's doch bloß gut gemeint, Frau Behringer. Wissen Sie,
Amerika und die Amerikaner, das ist was ganz Besonderes für mich. Gell? Nach dem Krieg, ne? Da hat von mir eine stiefdande mütterliche Seite, die hat mit ihrer ganzen Familie nach Amerika rübergeheiratet, nach Massachusetts. Ne? Und die hat uns Kinder immer zu Weihnachten so weggeschickt. Ne? Also ja, so ein Care-Paket. Würden Sie jetzt trotzdem bitte mal die Teller rein? Da waren immer so große Coaching-Lollis drin. Ach Gott, und es war was für uns Kinder. Die Erna ist ja schon kaum auszuhalten, aber dieses Gedudel halte ich keine 4 Wochen aus, das schwöre ich dir. Spielt ja immer selber. Ja, er hat gesagt, er muss sofort das Cello intonieren, denn es könnte sein, dass er sich im Flugzeug erkältet hat. Ja, hier erkältet sich der Schweinsbraten. Erna! Ja? Sag's doch dem amerikanischen Austauschcellisten, er soll runterkommen, der Schweinebraten wird kalt. Der Schweinebraten ist getting cold. Ist getting cold, ja. Ja, ich geh auf und hol ihn. Ne? Jetzt weiß ich noch gar nicht den Namen, entschuldigen Sie. Jedenfalls, please go trap down, ne? Hurry, the pig wird cold, Abendessen, evening eating is ready, ne? Da unten. Ne? Thank you, ma'am, no problem. Ich komme gleich. Nur noch 3 Kadenzen. Bloß nur 3 Kadenzen, aha. Unhöflich. Also, ich fange jetzt an, ich habe jetzt Hunger. Good evening. Good evening. I'm deeply sorry, but now the cello is warm. Siehst du, es ist warm. Ja, der Schweinsbraten ist kalt. So, mein Mann hat extra für Sie gekocht, Schweinebraten. I'm awfully sorry, madam, but I'm total vegetarian, didn't you know? Oh ja, dann krieg ich seine Kruste. Ja, aber Sie haben doch in Ihrem Brief extra geschrieben, Sie freuen sich auf die bayerischen Spezialitäten. Brezel, Schweinebraten. Ich hab geschrieben, aber... Aha, ja, dann müssen Sie halt einen Salat essen, bitte. Ja, ich gebe doch einen Salat. Und vielleicht einen Knödel. Ja, aber da habe ich doch die Spitzbröckel, nein. Das macht doch nichts mehr. Schön. So, möchten Sie was trinken? Oh, no, thank you. Ich trinke nie während Essen. Ja, also trotzdem, welcome in Munich und guten Appetit. Thank you. Guten Appetit. Dear Professor Behring, ich habe eine Frage. Sie sind doch eine große Bach-Spezialist. Welcher Dirigent hat Ihrer Meinung nach die beste Tempi in die brandenburgische Konzerte? Wie bitte? Schmeckt's, junger Mann? Oh, I don't believe it. Is this echt Bavarian food? I mean, Schweinebraten mit Knödel? Then where's the ketchup? Wir essen seit geraumer Zeit keinerlei Fleisch mehr. Mein Mann hat bereits 2 Herzinfarkte hinter sich. Heart attack, you know? Die Naturkost ist, wie soll ich sagen, Peterli. Wie hast du das so schön umschrieben? Der Quell steht der Erneuerung, Liebes. Die Kritiken meines Mannes sind seither viel... transparenter. Und... feinstofflicher, Liebes. ...geworden. Do you understand what I mean? Yes, sir. No. Mr. Behringer. Behring. Professor Dr. Behring. In den Unterlagen für den Austausch, ich habe gelesen, wo Sie arbeiten mit Raketen und Satelliten. Satelliten? Weißt du, mit wem der uns verwechselt hat? Mit dem Professor Behring. Professor dem, Behring, ja, yes. Dem Kritikerpapst für klassische Musik. Du bist gut, du meinst, du hast ihn verwechselt. Ja, aber du, da waren so viele Studenten und er hat mir so gefallen, er schaut doch aus wie der Schubert. Schubert? I love Schubert. Ja, ja, aber wo ist denn dann der Richtige? Mei, Erna, natürlich beim Musikpapstkritiker. Ach, na, Scheiderle. Weißt du was? Ich rufe ihn gleich mal an, dann können wir morgen früh die beiden Studenten austauschen. Ist ja auch ein Austauschstudent. Danke dir. Well, did you like it? Ich meine, hat es Ihnen geschmeckt?
War wirklich köstlich, wirklich. Oh, danke. Please, yes, please. Und es sind auch alles unsere eigenen Produkte von der Farm. Okay. Ja, die Kartoffeln, das Lamm, die Bohnen und sogar die Milch für die Creme. Okay, please, yes. Und der Käse? You're right. James hat mir erzählt, dass diese Farm seit 6 Generationen in Ihrem Besitz ist. Stimmt das? Oh nein, ich bin ja in Deutschland geboren. Die Familie meines Mannes hat diesen Besitz um 1730 gekauft. Ja, und sehr billig auch. Weil niemand wollte das haben, nach dem schrecklichen Mord. Welcher Mord? James, don't frighten our guest. Oh, all right. Ich erzähle es Ihnen morgen. Von dem Mord und dem Geist in unserem Haus. A horrible story. James, don't exaggerate. Er übertreibt immer. Nehmen Sie ihn nicht ernst. Sie meint es ernst. Und wie lange leben Sie schon in Irland? Seit 30 Jahren. And 30 years ago she married me. Yes. 30 years ago I was born. James. well, I think we better go now and leave the children by themselves. Wir müssen morgen früh sehr früh aufstehen. Aber Sie können gerne aufbleiben und fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Feel yourself at home. Danke sehr. You're welcome. Good night. Ich würde mich gerne ein wenig vor den Kamin setzen. Shall I get the fire going? Nein, für heute reicht mir, glaube ich, die Glut. Danke. James, would you kindly come for a minute? Certainly. Excuse me a moment. That's okay. Ein schönes Buch, ne? Entschuldigen Sie, dass ich hier einfach so in Ihren... Ach was, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Sie wollen etwas über die Geschichte wissen. Und natürlich, Ihr Instinkt hat Sie zu dem Buch geführt. Okay, I'll tell you the story. Im Jahre 1729 ermordeten in diesem Haus der Butler und seine Geliebte, die Köchin, ihre Herrschaften, einen jungen Farmer mit seiner bildhübschen Frau, und beraubten sie. Die beiden Leichen haben sie im Garten vergraben. Aber die Mörder hatten den treuen Hund vergessen, der die Leichen wieder ausgrub. Der Butler behauptete, die Köchin hätte ihn dazu gebracht, hat ihn verhext. Und sie würde daraufhin als letzte Hexe in dieser Grafschaft verbrannt. Und was ist mit dem Geist? Der Geist, ja. Das ist der Geist des bösen Butlers. Es war nämlich in Wirklichkeit allein sein Plan gewesen. Und sein Geist spukt jetzt jede Nacht in ihrem Zimmer. Oh, come on, James, no. Oh, yes, Katja. Und wenn er kommt, mein Zimmer ist gleich gegenüber. Stell dir bitte einmal vor, nach dem Hofbräuhaus zum Nymphenburger Schloss. Du weißt bitte, wie weit das ist. Dann zurück aufs Olympiagelände, rauf auf den Turm, runter vom Turm, dann zum Haus der Kunst, wieder auf der anderen Seite, dann zurück zum Englischen Garten und direkt auf die Bavaria. Und zum Schluss will dieser Wahnsinnige noch wissen, wo ich arbeite. Also ich mit ihm zum Rundfunk und Deutschmeister fasst eine Sendung, weil er mit der Toningenieurin sofort anfängt zu flirten. Aber jetzt bist du dran.
Was, ich? Ja, er möchte nämlich morgen zu den Königsschlössern, auf die Zugspitze, in den Schwarzwald und zu Lorelei. Ja. Alles an einem Tag. Alles an einem Tag. Weißt du, was ich mir jetzt wünschen täte? Was? Einen Austauschstudenten, der die Phänomenologie des Schweigens und der Stille studiert. Einen Zen-Buddhisten, das bräuchte man. Der täte 3 Tage da sitzen und gar nichts machen. Es geht ganz leicht. Das Pferd läuft immer vorwärts. Ach, was denn ich sagen? Ja, es ist nur ein bisschen schwer, hinaufzukommen. Ja, eben, ist doch viel zu hoch. Ja, nein, hier. Soll ich wirklich rauf? Ja, Sie müssen einen Fuß hier in den Steigbügel reintun, ja. Und mit Schwung nach oben, ne? Hoppla! Ups, there you go. Hey, hey, hey. Oh mein Gott, da falle ich doch gleich wieder runter. Nein, nein, nein. Sie müssen natürlich oben festhalten hier. Ich halte mich doch fest. Nein, hier. Das, ja. Und James, ich lasse das lieber. Das Pferd ist noch nervöser als ich selber. Ja. Wenn Sie wollen, ist mir egal. Wir können natürlich nach Cork fahren. In der Turnhalle auf dem Trockenpferd üben. Oh, very bloody funny. Ja, ja. Ja, Sie lernen ein bisschen zu schnell, meine ich. Das war nur die Rache für gestern Abend. Ich habe nämlich wegen Ihrer Geschichte mit dem Geist kein Auge zugetan. Aha. Komm mal. 30 all, new balls, please. Come on. James? Ja? Kann ich Sie was fragen? Ja, Sie dürfen einen Irren alles fragen. Außer noch seine Religion. Und noch Politik. Ich frage Sie trotzdem. Seit ich hier bin, ist alles so schön, so friedlich. Ja. Die Menschen sind so freundlich und so humorvoll. Hm. Allem voran ihre eigene Familie, die Farm. Und dann diese fantastische Landschaft. Tja. Es ist wie in einem Märchen, Jane. Ja. Ja, und oben Nordirland. Ich meine, wie geht das zusammen? Tja. Wenn Sie unser Land wirklich interessiert, ja, Sie werden irgendwann begreifen, dass man es nicht ganz begreifen kann. Und schon gar nicht geht es mit ein paar Informationen aus den Reiseführer. Oh, ich will es auch nicht aus dem Reiseführer kennenlernen. Ich glaube, ich interessiere mich wirklich für Irland und für die Menschen. Sag mal, Energien hat der Mensch für 3. Oder wir haben zu wenig. Den ganzen Tag sind wir gelatscht. Ach, sei so nett und massier mich ein bisschen gern. Wann studiert der eigentlich, sag mal? Das heißt doch Austauschstudent. Schau mal, ob der den Energiepunkt erwischt. Das war der Hund, ja? Oh, ja, jetzt ist er. Jedenfalls 4 Wochen Sightseeing mache ich nicht mit, gell? Wo ist er denn überhaupt? Da nebenan im Wohnzimmer. Schaut fern, hörst du es nicht? Der tanzt fern. Aber nicht mehr lang, gleich kommt die Tagesschau. Jetzt kannst du aber nicht die Tagesschau anschauen. Der schaut sich Videoclips an. Er hat mich extra um Erlaubnis gefragt. Was ich mir jetzt wünsche, den ätherischen Cello-Spieler nehmen, den wir ausgetauscht haben gegen den Austauschstudenten. Der würde jetzt brav oben sitzen unter dem Dach und würde seine Kadenzen üben. Und ich könnte fernsehen. Aber du, er ist doch unser Gast. Und er ist eigentlich ein sehr lieber Kerl. Weißt du was? Ich gehe mit dem morgen zu Alex in die Boutique und die soll sich mal ein bisschen um den kümmern. Disco oder so. Also, mir ist alles recht, wenn er normal irgendwo anders sein Unwesen treibt. Allmählich kommt mir vor wie ein Gast in meinem eigenen Haus. Eigentlich können wir nur noch ins Bett gehen. Magst? Hey, Pipo! Fan dieser Gitarre!
gehört mir. Do you know, das ist total verstimmt. Das ist kriminal. Du bist ein Guitar-Murderer. Ein was bitte? This guy's a Guitar-Murderer. That's what he is. Ja. Wie lange hast du ihn jetzt gespielt? Ungefähr 6-7 Jahre. Ich habe halt keine Zeit mehr. Keine Zeit? 6-7 Jahre? Ohne Musik? What are you, crazy man? Du bist tot ohne Musik, ohne Gitarre. Ab und zu hätte ich schon Lust gehabt, aber... Nix aber, man. Wir wieder anfangen jetzt. Come on, let's go to the bass, man. We play the blues, man. Come on, what are you talking about? Ich kann überhaupt kein Blues. Ja. Hey, man. You can. Das ist Quatsch. Everyone can the blues, man. Let's go. Lori, ja, weißt du, wie spät es ist? Nein. Halb drei. Halb drei? Ja, der Billy hat mir ein paar Akkorde beigebracht. Ich muss üben. Er behauptet, ich könnte der neue Jimi Hendrix werden. Der Bayerische. Na komm du, Jimi Hendrix, jetzt ab ins Bett. Guten Morgen, people! Wow, did you sleep well? Yes, oh, thank you. I did. I had a wonderful dream last night. Also so geht es nicht weiter. So geht das nicht weiter. Einen dreckigen Socken und im Parterre, den anderen oben unterm Dach, drei mit Anna. Stüten quer durchs Haus. Anna. Ja, sagen Sie mal, sind Sie daheim in Amerika auch so schlampig? Oh, Anna, excuse me. Aber in New York, ich habe nur ein kleines Zimmer. Und dran bin ich klein schlampig. Und das Haus hier ist so groß. Und natürlich, ich bin groß schlampig. So, und der Frecks Mundwerk haben Sie an. Komm, Anna, nicht so viel schimpfen. Oh, schimpfen mag so viel falten. Also, Billy, komm, jetzt wird mal gefrühstückt. Eigentlich müsste ich dir böse sein. Du hast nämlich meinen Mann gestohlen heute Nacht. Du bist eine Love-Murderer. Oh, Frau Böhringer, dein Mann ist ein super Talent. Gute Stimme, gute Gitarre. Ihr müsst in diesem Haus viel mehr Musik machen. Also ich mach viel Musik. Heavy Metals und so. Ja, und der ist nicht zu überhören, dein Kassettenrekorder. Oh no, aber nicht nur Rekorder. Ihr müsst selber machen Musik. Ich habe ja mal in der Volksschule, ne? Und da war ich so ungefähr 10, ne? Und da habe ich bei so einer musikalischen Aufführung, da habe ich die erste Triangel gespielt. Great! Ja. Warum hast du nicht weitergemacht? Music never stops! Aber wir sind doch kein Orchester. Alle Menschen sind Musiker. From the beginning when you kissed a little baby. Oh. Bis Opa Oma. Ja, ja. Oh. Come on! Music, join in. Music ist Gefühl und Klang und Rhythmus und Tanzen. Look at this. What is it? Ja, ein Glas. A glass? Du kannst es anfassen, okay? Und trinken, okay? Aber du kennst die Seele von diesem Glas noch nicht. Das ist Music. The beginning. Good vibrations. Hörst du? Alle Dinge haben Irrtöne. Can you dig it? Why don't you take this? And you take this. Come on, we're an orchestra. Let's play. Come on, please. Albert, wir müssen jetzt in die Stadt. Komm. Ah, in die Stadt nicht. Come on, we're an orchestra. Let's play. Warum hast du so viel Angst? Von mir? Nein. Von Tommy? Nein. Von Anna? Ja, von Anna schon. Oh, Anna. Come on. You're part of the orchestra, ja. Too. Let's play. This is my rhythm. Join in. Come on. Well, don't just stand there. Join in. What's your rhythm? Ja, mein Rhythmus ist und bleibt ein Walzer. Okay, let's hear it. Play it. Da, di, da, ja. Come on, Anna. Join the big band. Also, was man heutzutage alles Mode nennen darf. Tja, und wen man heutzutage alles Kunde nennen darf. So eine Unverschämtheit. Ich werde mich bei der Industrie- und Handelskammer über Sie beschweren. Bitte? Und ich werde Sie bei der Verbraucherzentrale melden, als notorische Querulantin. Frechheit!
Entschuldigung. Sie müssen das verstehen, meine Kollegin, die hat das Kleid selbst entworfen und... Tja, kein Wunder. Der Apfel fällt nie weit vom Stamm. Du bist vielleicht ein Schleimscheißer, kriegst diesen Wrack auch noch in den Arsch. Eins ist aber klar, wenn du alle Kunden so behandelst, dann brauchst du dich über die Flaute des Ladens überhaupt nicht beklagen. Was soll denn das jetzt heißen? Und was heißt ja alle Kunden? Die Zicke hat mich doch zuerst angemacht. Dann lass dich auf ihr Niveau nicht runter. Alex, du musst endlich lernen, dass die Avantgarde-Mode, die du anbietest, nicht immer ankommt. Das Gros der Leute ist sowieso wesentlich konventioneller. Ja, so wie du. Danke, du hast eine tolle Meinung von mir. Übrigens, falls es dich interessiert, ich habe mit unserem Steuerberater geredet. Und er sagt, dieser teure Laden ist der absolute Quatsch. Grüß dich. Na, danke, was machen die Geschäfte? Ja, man kann nicht sagen. Ich wollte euch mal unseren blonden Studenten aus Amerika vorstellen. Hi, I'm Hello. Billy. Alex. Billy. Oh, nice to meet you. How are you doing? Ist was? Nee, wieso? Ich wollte dich bitten, könntest du dich mal ein bisschen um Billy kümmern? Ich meine, ihm meine Disco mitnehmen oder so. Aha, Abwälzung des Problems. Ich denke, der nervt so. Nein, ganz im Gegenteil. Der hat einen Rhythmus und ein Tempo drauf. Das hält ein Grufti wie unser Papi auf die Dauer nicht aus. Wow, and plenty of room to dance and so. This is out of sight. I like it, yeah. Gut. Kann ich was für Sie tun? Grüß Gott, ja. Also das ist so, ich brauche Musik, also Musikinstrument. Ja, und was haben Sie da gedacht? Ja, also das ist so, spiel weiter, es ist schön. Ich hab du seit 20 Jahren nicht mehr gespielt. Seit der Wachselsteinhütte. Erinnerst du dich? Und wie geht's dir mit der Gitarre? Es kommt wieder. Das ist schon komisch manchmal. Da muss so ein schwarzer Teufelskerl daherkommen, damit man wieder entdeckt, was einem wirklich Spaß macht. Gell, der rührt einen manchmal richtig an. Tja, wenn er bloß nicht immer seine Milchtüten liegen lassen tät. Michael, hast du eigentlich gemerkt, wie total abgemeldet wir sind? Bei wem? Oh Mann, Penzo oder was? Seit einer Stunde war die Alex nicht mehr in diesem unserem Lande. Und weißt du warum? Was? Da. Ja, dort ist sie doch. Aber siehst du das jetzt oder siehst du das nicht? Michael, eigentlich konnte ich dich ja nie leiden, aber jetzt verbindet uns dieses Defizit. Defizit? Defizit. Dieser Billy hängt uns einfach ab und zwar nach Strich und Faden. Meinst du das jetzt? Michael, ich habe nachgedacht. Das ist der ungleiche Kampf zweier Rassen. Intellektuelle Blässe und Kopflastigkeit. Nordhalbkugel gegen schwarze Spontanität. Südhalbkugel. Oh Mann, ist mir schlecht. Also, Reggie, dein Respekt, aber kannst du mir was zu trinken holen? Mensch, müsst ihr hier so rumhängen wie zwei Mehlsäcke? Ah, komm doch auch mal zum Tanzen. Come on, fellas, let's dance! Ja, ihr spinnt wirklich hier so rumzusaufen. Macht doch keinen Spaß. Wer soll denn sonst unsere einige Beerdigung begießen? Ihr habt uns ja total allein gelassen. Na gut, dann fahren wir jetzt. Ich muss morgen fit sein. Komm. Hä? Für Gerichtsvollzieher, wa? Ha, ha, ha. Also, dass mal eins feststeht, ich kann nicht mehr fahren. Oh. Ich auch nicht. Ja, aber ich komme mit dem Wagen von meinem Vater nicht zurecht. Billy,
kannst du fahren? Was für eine Frage! Natürlich kann Billy fahren! Jeder Amerikaner kann fahren. Wenn ihr nicht fahren könntet, wäre er kein Amerikaner. Ja, komm! Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute im Studio einen schwarzen Maria! Oh Gott, Billy! Ja, Billy! Weißt du, was das ist? Das ist Sabotage an abendländischen Errungenschaften, ist sowas. Ach, was Kulturschande ist sowas. Du, das stimmt nicht ganz. Er putzt sich wenigstens die Zähne. Kennst du den Unterschied zwischen Zivilisation und Kultur? Eine Zahnbürste besitzen ist Zivilisation, sie auch benutzen ist Kultur. Ja, aber das ist keine Kultur. Ja, eine Haarbürste ist auch schon. Und eins sage ich dir, wenn ich noch einmal in dem Haus eine Milchtüte sehe, oh Mann, Bruder, was ist mit dir los? Du fährst ja 20. Ich kann doch nicht schnell. Ach, soll ich so schwarz fahren? Nee, Billy, das ist wirklich zu langsam. So kommen wir ja nie nach Hause. Ja, dann sieh ja nicht, Ding. Ist fucking nice. Vorsicht. Ah, es regnet ja. Oh, I'm so sorry, but... Dann ist kein sorry, großer Amerikaner, du hast einfach missgebaut. Oh, ich muss es sagen, ich bin, glaube ich, nachtblind. Nachtblind? Michael, er ist nachtblind. Er hat einen schwachen Punkt. Hast du gehört? Der Mann hat einen schwachen Punkt. Einen ganz schwachen Punkt hat der Mann. Billy, los, nach hinten. Auf die billigen Plätze. Ja. Das Abendland muss wieder die Karre aus dem Dreck ziehen, oder? Das? Das gibt's doch nicht. So eine Sauerei. Billy! Billy! Was habt ihr denn mit meinem Auto gemacht? Hey, what? The Auto? Oh, yeah. It was raining and my eyes and... Ich mach das alles gleich sauber. Nein, bleib nur liegen, sonst setzt du mir noch das ganze Auto unter Wasser. Und räum bitte deine Milchtüten auf. Ja, okay, es ist kein Problem. Lori, ja schon. Ich weiß auch schon die Unterschrift für das schöne Bild. Der deutsche Spießer im Morgengrauen. Was? Deutsche Spießer im Morgengrauen. Nein! Flori! Flori! Das ist die Krone!